Selbstverständlich nehmen auch wir von Best of Swiss Gastro Bewegt am Festival Food Zürich teil. In der Form von einer ausführlichen Bericht- und Genusserstattung. Genüsslich geht es auch in unserem nächsten Beitrag zu und her, und zwar im Expertentalk mit Andreas Krummes. Er unterhaltet sich mit der Trendsetterin und Gastgeberin Simone Müller. Sie ist Geschäftsführerin von einer Werkstatt in Luzern, wo es nur um den Genuss geht. Genusswerkstatt, der Name ist auch Programm bei euch im neuen Konzept? Absolut, und zwar ist es effektiv das, was es zusammensetzt, nämlich Genuss. Wir sind Restaurant zum einen und zum anderen sind wir Werkstatt. Werkstatt darum, weil man bei uns kann selber machen kann. Selber machen an der Bar. Das beinhaltet alles, was Cocktails, Kaffee und Wein betrifft. Also so Cocktailkurs, Barista-Workshops etc. Und auf der anderen Seite im gleichen Bereich Küche, wo man Kochkurs machen mit unseren Gästen. Also selber machen. Ich koche selber bei euch. Da braucht ihr wahrscheinlich gar keine Köche mehr. Genau, das ist nicht der Fall. Das wird aber oft gefragt, das ist die meistgestellte Frage. Nein, bei uns ist es so, dass Gäste eigentlich bekocht werden von Profis. Wir haben im vorderen Bereich eine Profikochstation und im hinteren Bereich haben wir einen Bereich, wo wir eine Kochschule eigentlich haben. Wir kochen auch auf Privatgerät, ganz bewusst, mit dem Ziel, dass eben Gäste, die bei uns an diesen Workshops teilnehmen, auf Geräte arbeiten können, die sie dann auch daheim wiederfinden und somit auch die Sachen, die sie bei uns lernen und können entdecken, nachher auch nachmachen können. Also sehr persönliches Konzept eigentlich und sehr mutig. Ist man in Luzern parat für sowas? Ich hoffe es. Effektiv. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, mit den Leuten zu reden. Luzern hat den Nachteil, vielleicht, dass wir nicht ganz so, ich sage jetzt mal, drin sind, wie vielleicht im Vergleich zu Zürich. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür sehr einen engen Bezug zu den Leuten. Also wir kennen sehr viele Leute und das hilft dann wieder, das Netzwerk zu aktivieren. Und unser Gefühl sagt uns, dass das braucht. Wir sind hier in einem Quartier, ein bisschen weg von der Innenstadt von Luzern. Wird sich das Ganze als Quartier ein bisschen entwickeln, so das Trendquartier von Luzern? Wir sind hier in der Neustadt und die Neustadt ist der Ort, wo eigentlich Luzerner ausgehen. Und es ist bereits Trend in Luzern, dass man sich hier aufhält. Also insofern, es ist effektiv so, die Altstadt ist, sag ich mal, touristischer geprägt. Und in der Neustadt ist hier, wo die Einheimischen ihre Freizeit verbringen. Sie gehen essen, etwas gehen trinken und. Ja, das ist so. Was würden Sie jetzt sagen aus Sicht als Gastronom, wenn jetzt andere Gastronomen sagen, das ist ein interessantes Konzept, das mache ich auch. Auf was muss man achten, wenn man so eine doch ein bisschen schräge Idee hat, das auch in der Realität umzusetzen? Also, wie soll ich sagen, es braucht doch relativ viel, wie wir jetzt gemerkt haben. Also, ich würde schon empfehlen, dass man sich Gedanken macht, wie das die beiden Bereiche ineinander hineinfließen. Es muss sicher der passende Raum sein und effektiv die passenden Leute. Also, das ist etwas vom Allerwichtigsten zu unserem Konzept. Wir haben kompetente Leute, Fachleute, Leute, die Leidenschaft haben und vor allem Leute, die gerne Gäste haben. Also jetzt gerade unsere Köche zum Beispiel, die können sich nicht verstecken. Es gibt praktisch keine rückwärtigen Räume. Auch die Person, die es abwäscht jetzt bei unserem Team, die ist voll im Team eingebunden und voll an der Front. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Also die Freude am Gast ist absolut. Also das ist sicher die ganz wichtigen Faktoren, die man haben muss. Mhm. Die Idee, den Mut sicher auch dazu. Mhm. Dann danke ich Ihnen für das interessante Gespräch und ich glaube, das ist zum Anstoßen wert. Ich würde sagen. Dann wünsche ich mal viel Erfolg mit der Eröffnung, die wir heute noch begleiten werden. Und toi, toi, toi. Danke vielmals. Zum Wohl. Dankeschön.